Jesus fragt, wirst du deine göttliche Bestimmung erfüllen? 17. Oktober 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire. Übersetzt und gesprochen von Jackie. Jesus begann: Ihr seid alle so wunderschön, jedes in seiner eigenen Art. Ich sah, wie Jesus bei seiner Braut saß und ihre Hände lagen in seinen, und er schaute aufmerksam darauf. Ich will, dass ihr alle eure Gaben fördert. Euch allen wurde eine Salbung gegeben. Er schaute immer noch auf ihre Finger. Nicht nur für Musik, sondern um euer Leben aus eurem Herzen zu leben. Viele von euch haben das noch nicht getan, mit ein paar Ausnahmen. Da ist so viel in euch eingeschlossen, meine Bräute, so viel. Wenn wir nachher herankommen, verschließt ihr euch und rennt davon. Etwas fängt eure Aufmerksamkeit ein, weil ihr unruhig werdet, aber vor allem, weil ihr Angst habt vor dem, was ihr an jenen tiefen Orten finden werdet. Eure Emotionen sind tief. Ich erschuf euch so, damit ihr euch selbst in euer Leben gießen könntet, und Seelen würden von der Schönheit angezogen, die ich dort in eurem Innern erschuf, meine geliebten Bräute. Habt keine Angst, bitte habt keine Angst, bitte habt keine Angst. Ich werde euch stützen. Habt keine Angst, an jenen Ort zu gehen. Da gibt es Ströme von lebendigen Wassern darin. Ströme und Ströme und Ströme. Ich will, dass sie hervorkommen, Geliebte. Ich will, dass jenes Wasser meine Leute nährt. Als er das sagte, dachte ich an Julie und wie wunderbar ihre Seele war. Sie leuchtet einfach. Ihre Einfachheit und ihre Reinheit leuchtet einfach. Und ich sagte zum Herrn, wenn sie aber zu schön werden, dann werden Menschen sie ansehen und sich selbst hässlich fühlen. Ich weiß, dass ich dazu neige, jene Reaktion zu haben, wenn ich sehe, was du in anderen Seelen getan hast. Es ist so erstaunlich. Er fuhr weiter. Oh nein, 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 mein Kind, nein. Die Schönheit in ihnen wird aufgewirbelt werden. Jedes von ihnen hat diese Schönheit im Innern. Eine Fülle an Schönheit. Einige sind dafür bestimmt zu nähren. Andere haben Rollen, die nur sie erfüllen können. Alle haben eine sehr hohe Berufung. Es ist lediglich eine Frage, ob man dienen will, ob man mich und andere genug liebt, um das Leben füreinander zu opfern. Alle haben eine höchste Berufung. Es ist ihr von Gott geschenkter Ort. Es ist das Verbindungsstück, das perfekt in das Herz des Vaters passt und von seiner Substanz zieht, um andere zu nähren. Es ist sehr hart, um an diesen Ort in eurem Leben zu gelangen. Da gibt es viele Hindernisse. Wenn aber der Wunsch stark genug ist, denn ich betanke laufend jede Seele und ermutige sie, höher hinaufzukommen. Wenn dem Wunsch die Hingabe folgt, ohne Abweichung, das heißt, auf andere zu schauen und zu versuchen, so zu sein wie sie. Wenn eines dem folgt, was in seinem Herzen ist, wird es diese höchste Salbung auch erreichen. Schaut, es geht alles zurück zum Vater, als er sein Leben in die Seele einhauchte. Während Jesus spricht, sehe ich ein Kinderputzle, das Verbindungsstücke hat. Das Stück hat eine Verbindung, das perfekt in die Matrix des Puzzles passt, mit einem Klick. Der Herr fuhr weiter.
Ja, die Matrix ist der Vater, das Puzzlestück ist die Seele. Wenn jener Zapfen oder eine Serie von Zapfen richtig im Vater verankert sind, dann leuchtet deine Seele auf mit einer göttlichen Kraft und Salbung. Der Feind weiß alles darüber und sein Job ist es, euch davon abzuhalten, euer Ziel zu erreichen. Ihr könnt das fühlen, nicht wahr? Ja, Herr, ich kann es. In der Tat weiß ich, dass ich zu gewissen Zeiten so weit abgewichen bin. Er fuhr weiter. Und ich habe dir ein langes Leben geschenkt, Gesundheit und Zeit, um das zu erfüllen, was deine Bestimmung im Herzen des Vaters ist. Noch ein bisschen mehr Ansprengung von deiner Seite. Du bist nicht mehr weit von dem Ziel. Das Fundament wurde gelegt. Du bist so nahe, Claire, ja so nahe. Lass dein Herz dich leiten. Wir leben in jenem Herzen, wir führen dich. Du wirst an jenem ganz besonderen Ort ankommen. Du wirst, du hast mein Wort darauf. Schaut, meine Bräute und meine Kinder, alle von euch haben die Substanz des Vaters in eurem Wesen, alle von euch, und im Vater sind endlose Ströme des Lebens. Wenn ihr einmal jenen Ort erreicht, für welchen ihr bestimmt wurdet, sprudeln jene Ströme hervor und beeinflussen und nähren die ganze Erde. Ja, ihr seid bestimmt, die Wasser des Lebens zu tragen und andere immens zu beeinflussen. Ihr trägt einen Abdruck von dem Vater, der euch allein gehört. Da gibt es keinen anderen irgendwo auf der Erde oder in der Geschichte. Eurer ist göttlich inspiriert und anders als alle anderen. Genau wie wir eins sind und ihr das Einzige seid, das jenen Ort in mir befriedigen kann, von welchem ihr hervorgegangen seid. Genau wie unsere Beziehung in jener Art monogam ist, da gibt es nur eine Ausführung von dir und da gibt es einen Ort in mir, den nur du ausfüllen kannst. Da gibt es unendliche Facetten an meinem Wesen, aber da gibt es nur eine Facette, die du vervollständigen kannst. Jener Ort in mir sehnt sich, vollkommen gemacht zu werden, von deiner Liebe. Du bist das Einzige, welches jene Facette in mir komplett ausfüllt. Aber eine Facette von mir ist nicht ein Teil, es ist ein Ganzes. Ihr müsst euren Verstand ausdehnen, um dies zu verstehen. Wenn ihr mich also empfangt als Erfüllung von allem, wonach ihr euch jemals gesehnt habt, gebt ihr mir in gewissem Sinn jenen Teil von mir zurück, der euch gegeben wurde. Und das ist, warum ihr einen Tanzsaal voller Bräute seht mit ihrem eigenen, einzigartigen und monogamen Jesus. Jedes von euch ist einzigartig für mich auf eine Weise, die kein anderes duplizieren oder befriedigen kann. Und das ist der Grund für meinen Kummer, wenn eine Seele sich von mir abwendet. Ein Teil von mir wird niemals vervollständigt sein von jenem, welchem ich mich selbst schenkte. Ich habe ihnen alles angeboten, was ich bin. Ich starb am Kreuz für sie, aber sie lehnen mich ab. Oh, wie schmerzhaft das ist, unendlich schmerzhaft, und nur ich kann das durchleben. Kommen wir zurück zur Erfüllung eurer Träume, meine Bräute. Träume, von welchen ihr nichts wisst, aber sie warten darauf, dass ihr sie in euch entdeckt. Diese Träume, der Kernpunkt eurer Mission und zu wem ich euch erschaffen habe. Die eingegebene Information, die in euch gelegt wurde, in der Hoffnung, dass ihr sie entdecken würdet und erfüllen.
Ihr werdet diese Information nur finden durch alleinige Hingabe an mich und eine komplette Ablehnung von allem, das euch die Welt anbietet. Satan wird eure Bindungen nutzen, um euch vom Kurs wegzuziehen, um euch in eine andere Bestimmung zu locken. Wie tut er das? Indem er mit eurer Eitelkeit und euren falschen Wertesystemen spielt. Das ist der Punkt, wo die Nachfolger der dunklen Spiritualität sich verirrt haben. Viele waren bestimmt, Propheten und Heiler zu sein, in der christlichen Gemeinschaft, und sie wurden abgelenkt und weggelockt von fleischlichen Wünschen. Ja, in der Tat habe ich viele von diesen Fachmännern gerufen, mir zu dienen, aber sie drehten sich weg für etwas, das sie als lukrativer ansahen in diesem und im nächsten Leben. Die Tragödie ist, dass sie von Lügen und leeren Versprechungen weggelockt wurden. Und wenn sie nicht ganz genau aufpassen, werden sie erst am Ende ihres Lebens entdecken, dass alles eine Lüge war. Das ist der Punkt, wo ihre Sünden zurückkommen, in der Form von Qualen, bis in alle Ewigkeit. Der Teufel bewacht sie sehr genau. Er hat eine große Erwartungshaltung, wie er sie leiden lassen wird, wenn sie sterben. Er jubelt bei jedem Fluch und bei jeder bösen Tat. Er sagt sich selbst: O ja, du böser Mensch, dafür werde ich dich kriegen. O ja, ich habe genau die richtigen Torturen bereit für dich. Komm zu Papa. Er ist absolut teuflisch leidenschaftlich darüber, wie er sie betrügen und verletzen wird. Wieder und immer wieder. Und das alles, weil er mir nichts anhaben kann, außer durch meine Schöpfung. Und seine Vergnügen sind, Schmerz und Tod zu verursachen. Aber für euch, die ihr euch für meine Vision in eurem Leben entschieden habt, ihr müsst euch an mich klammern, mit eurem ganzen Herzen, damit ihr nicht weggelockt werdet von der Reinheit meines Rufes für euer Leben. O Claire, wie ich mich verzehre nach jenen, welche die Welt mir vorgezogen haben. Ich sehe das große Gute, das sie hätten tun können, und ich sehe auch das, was sie gewählt haben und wie es im Ofen verbrannt werden wird, zusammen mit all den anderen toten Werken, inspiriert von menschlicher Eitelkeit und egoistischen Ambitionen, von all jenen, die für sich selbst leben. Und es ist traurig zu sehen, wie solche Talente sich in Rauch auflösen, genau wie Holz, Heu und Stroh. 1. Korinther 3, 11-14. Was für eine Verschwendung! Eine Verschwendung von Leben und göttlichen Gaben, die niemals ersetzt werden können. Aber für euch, meine Herzbewohner, bin ich mehr besorgt um eure Zukunft als eine Mutterhenne um ihre Küken. Ich wache über euch, ich beauftrage Engel, ich warne euch, wenn ihr die falschen Entscheidungen trefft. Ich baue euch auf für den Himmel und salbe eure Werke, die ich euch zu tun gab. Für euch gieße ich die Gnaden des Himmels aus und bewache euch wie meinen Augapfel. Ich leide mit euch, wenn ihr die harten Lektionen lernen müsst, und ich juble mit euch in euren Siegen. Wie gesegnet ihr seid, meine Lieben, wie absolut gesegnet. Lasst dies euer lenkendes Licht sein. Tut nichts aus egoistischer Ambition. Tut alles aus Liebe zu mir und zu eurem Bruder. Folgt dem Licht, das ich abgebe in eurem Herzen,
wo ich als König sitze, auf meinem Thron. Folgt jenem Licht und jubelt, dass ihr erwählt worden seid für die Absichten des Himmels. Sucht nicht nach Ruhm oder Erfolg in diesem Leben. Versucht nur, mich zu erfreuen. So wird euer Ort im Himmel gesichert sein, ein herrlicher Ort in der Tat, und ihr werdet nicht in die äußere Dunkelheit eingeschrieben werden mit jenen, die wählten, sich selbst zu dienen und die Welt zu beeindrucken, während sie vortäuschten, mir zu dienen. Ich segne euch jetzt. Geht und tragt viel Frucht für das Königreich und haltet eure Augen, euren ganzen Fokus auf mir.